So, jetzt gehen wir mit dem Auto zur Yacht. Gleich um 8 Uhr der erste Termin. Die halbe Miefen schläft noch. Wir sind Early Bird am Start, zeigen euch gleich mal das Boot. Alles von allen Seiten. Und dann machen der Nico und ich, wir machen noch ein kurzes Gespräch. Als Plattformbetreiber haben wir nämlich so ein paar Insights, die wir einfach mit der Außenwelt teilen wollen. Und da reden wir einfach mal ein bisschen draußen aus dem Nähkästchen und gucken mal, was da so aufpoppt. Es kann sein, dass ich vielleicht 2-3 Minuten später bin. Ey, wir haben schon eine geile Location hier. 5 Minuten zum Miepen. Wir haben einen guten Preis auch, weil wir sind ja Schwaben. Wir haben die Wohnung letztes Jahr gebucht, einfach direkt nach der Miepen schon fürs nächste Jahr gebucht, mache ich jetzt auch gleich wieder. Dann zahlt man so die Hälfte für eine gute Lage. Man kriegt immer noch so günstige Sachen dann auch kurzfristig, aber halt voll weit weg. Das macht nicht so viel Sinn, weil Zeit ist das höchste Gut bei so einer Messe, dass man halt schön terminiert durchballern kann. Und wenn man dann beschäftigt ist mit hin und kommen, heimkommen und so weiter, das braucht man nicht unbedingt. Letztes Jahr waren wir ein bisschen zu weit weg, gell, Nico? Mhm, ja, jetzt sind wir so 20 Minuten gefahren. Schon eine Belastung, ey. So, jetzt sind wir auf der Croisette. Das ist so die Prestigestraße hier in Cannes. Hier ist noch keiner unterwegs. Wenn du hier um 10 fährst, wenn die Miepen angefangen hat, brauchst du eine halbe Stunde mit dem Auto. Hier gibt es ein paar coole Hotels. Hier rechts ist das Martinez Hotel. Dann hier ist ein cooles Café, 72 Croisette, da kann man morgens richtig chillig Espresso trinken hier. Und Schokocroissant, richtig gut, wirklich, sitzt man sehr schön. Ey, aber wir kaufen da nichts mehr bei den Luxusläden. Der eine hat für einen Luxus-Handtaschenhersteller in Ägypten Logistikzentrum gebaut. Und dann hat der aus dem Müllcontainer mal die Handtaschen heimgebracht, nach Deutschland hat er erzählt. Und die haben eine Marge von 1000% oder so. Hier ist Carlton rechts, da ist immer Miepen. Da drin ist immer das Official Miepen Event zum Start der Messe. Wir waren nicht da dieses Jahr, weil wir waren im Gym. Ja. Ich würde schon auch lieber hier pennen, aber mir ist es echt zu teuer, bin ich ehrlich. Was kostet es hier? Wann, wenn wir jetzt buchen? Ja. Ich glaube, wir nicht, ist ausgebucht. Letztes oder vorletztes Jahr habe ich mal geguckt, da hängt so eine Preistafel, die schicke ich dir eh, du kannst du einblenden. Während der Messe 900 die Nacht für so ein Standard-Room. Und ich habe nach der Messe, samstags oder freitags war ich noch hier, habe ich geguckt, halt, ob es frei ist. Dann habe ich da einmal gepennt, weil ich es halt sehen wollte. Da habe ich, glaube 180 bezahlt, anstatt halt 900 einen Tag später. Bis gleich. Ja, bis gleich. Viel Erfolg. Wir hatten kurz einen Termin um 8. Wir sind 5 vor 8, der läuft schon hin, ohne dass er mit ins Parkhaus fahren muss. Noch eine geile Story von gestern, und zwar ich wollte einen Kontakt knüpfen und das war im La Mont Plage. Ich war dort kurz für einen Termin und bin ich gegangen und habe ich mitbekommen, der ist drinne. Ich habe den nicht gesehen, wollte aber unbedingt den kennenlernen, weil Messen sind ja Netzwerk-Events. Da muss man echt gucken, wo man bleibt und wirklich alles mitnehmen, was halt geht. Ich wollte wieder rein, dann sagt der Türsteher, sorry, it's already closed. Ich war mit einem Mädel, also plus eins. Und normalerweise komme ich echt immer irgendwie rein, aber der hat komplett dicht gemacht. Egal wer du bist, wo du her, das ist zu einfach schon, fertig. Die bereiten jetzt das Abendessen vor, es war nachmittags. Und dann habe ich gesagt zu ihm, okay Sir, I have to pay the check. If you don't let me in, I cannot pay. Und dann war der so, oh my God. Dann sagt er, what's your name? What's your name? What's your company? Und dann habe ich halt irgendwas gesagt. Dann guckt er, weil ich wusste, die Firma ist drin, der guckt in der Liste. Und dann sagt er, oh, okay, go. Und dann bin ich reingegangen und dann habe ich, glaube noch zurückgerufen, dass ich doch eine Zahl. Nein, er hat gesagt, geh einfach rein. Und dem war es zu blöd. Manchmal ist es so, Dreistigkeit siegt. Einfach dreist sein, dann gewinnt man. Aber natürlich immer ohne Schäden anzurichten. Bei sowas, da schadet man keinem. Mir war es super wichtig, den Kontakt zu knüpfen. Und da ist es manchmal echt super, super wichtig, einfach hartnäckig zu bleiben und immer dran zu bleiben. Never give up. Und dann einen Termin vereinbaren direkt. Jetzt gehen wir aufs Boot, zeigen euch mal kurz ein paar Sachen da. Hier ist so der Mainhafen von der Miepim an der Croisette. Da drin sind auch die Filmfestspiele übrigens, da hinten. Und hier ist das Boot, wir gehen jetzt mal drauf. Welcome zur Yacht. Da oben hier, sehr blass, zeig mal.
Genau, hier haben wir die ganzen Termine auf der Messe, hier laden wir die Leute ein, treffen uns mit denen, netzwerken mit denen, gibt es ein bisschen Kaffee und ein paar Snacks. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen. Da unten ist so eine Sitzfläche, da wird gerade noch das Morgentau abgestaubt, weil wir so früh dran sind. Da ist auf jeden Fall eine Sitzfläche, dann hinten oben ist noch eine Sitzfläche, oben ist eine große Sitzfläche und drin und vorne. Also es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Meeting-Spots. Also hier unten ist der eine Meeting-Spot, den ich gerade schon zeigt habe. Hier ein anderer. Hier seitlich kann man vorlaufen, nach vorne auf die vordere Sitzfläche. Komm, wir gehen erstmal kurz. Nee, lass hinten vorne beenden, weil das ist Highlight eigentlich. Da finde ich es am geilsten. Hier müssen wir ein bisschen leiser sein, weil da wird schon heftig geclosed da hinten gerade. Da unten schlafen gerade noch welche, müssen wir ein bisschen leiser sein, weil die, nicht, dass wir die aufwecken. Hier ist Cockpit. Brücke. Hier oben ist noch alles zu. Hier ist ein Tisch für Meetings, wo man auch sitzen kann und essen und so weiter. Da wird gerade Frühstück hingerichtet. Das Boot wird gerade noch hingerichtet, weil es halt morgens ist und gestern war hier eine Party abends auf dem Boot. Deswegen ist noch nicht alles hingerichtet. Hinten draußen, da ist noch eine Sitzfläche. Da unten haben wir hauptsächlich unsere Meetings gemacht. Vorne draußen ist auch noch nass jetzt gerade. Aber wir gehen mal kurz vor und zeigen euch das noch kurz. Also hier können wir vorlaufen. Hier haben wir die meiste Zeit die Meetings gemacht. Hier ist halt natürlich, wenn die Sonne draußen ist, ist es hier schon echt gigantisch zu sitzen. Und da ist ein neuer Tisch, der ist abklappbar, habe ich schon gelernt, dass man hier noch gut schaffen kann. Ja, bei den Yachten ist es so, ich habe mich da ein bisschen informiert, auch mit dem Captain unterhalten und so weiter. Das ist so, man hat extrem hohe Anschaffungskosten, aber das Teuerste ist halt einfach der Unterhalt. Man kann sagen, Pi mal Daumen 10% des Kaufpreises im Jahr, das drückt halt schon gut. Dann Spritverbrauch natürlich, wenn man rausfährt, ist auch nicht so wenig. Und wie man jetzt auch sieht, wir kommen einfach morgens hierher kurz. Dachten, wir kommen ein bisschen früher, um ein gutes Video zu machen. Jetzt sieht es halt schon noch aus, alles. Und man muss es halt alles noch hinrichten und das dauert halt ewig Zeit und Ressourcen. Das sind zwei Personalfestangestellte dauernd da und das ist schon heftig. Also wenn man mal überlegt, das muss alles, wir brauchen locker 2 Stunden jeden Morgen, oder? Jetzt warten wir kurz auf den Nico, der ist gerade noch im Termin und dann reden wir ein bisschen über die Immobranche, was wir so als Plattformbetreiber für Stories am Start haben, was wir so gelernt haben, mitgekriegt haben von den Leuten, wo man vielleicht auch was draus lernen kann und gucken wir mal, was da aufpoppt. Was auch endkrass ist, auf so einer Yacht und im Hafen und so weiter. Und zwar die Nachbarn sind ja alle auch krass. Also hier ist es Ausnahmezustand, weil hier die ganzen Stände von den anderen großen Firmen sind, also viele Mitarbeiter und so weiter drauf und denen. Aber wenn ich mir vorstelle, du hast so eine Yacht gechartert, gekauft, was weiß ich, bist 1-2 Wochen dort im Hafen unterwegs. Die Leute, die man da kennenlernt, sind richtig krasse Business Connections. Ist halt international, aber kann sich schon rechnen dann der Case. Seven Plus Club ist ja eine Off-Market-Immobilientransaktionsplattform. Wir bringen Käufer und Verkäufer zusammen. Wer auf der Verkäuferseite ist, selektiert sein Deal aus, was er hat. Wir schlagen potenzielle Käufer vor, denen ihre Profile perfekt matchen zu dem Deal. Und darüber kann man dann einen Teaser versenden. Ein Teaser heißt so ein kleines Handout, wo drinnen steht, nicht per Post, sondern per E-Mail, wo drinnen steht, was ist es, wo ist es, wie ist der Zustand, wie teuer ist es und so weiter, was für Potentials hat das Ganze. Man kann noch einen kleinen Freitext hinzufügen und aufgrund der Basis reagieren dann die Investoren, um zu entscheiden, ob die weiter das Interesse haben oder nicht. Man kann reagieren, ob man ja, nein oder vielleicht, weil vielleicht kann man auch einen Preis zurückballern, wenn der Preis zu hoch oder zu niedrig war. Genau, dann kann man aufgrund der Basis den proaktiven Verkaufsprozess anstoßen. Was wir immer nicht ganz nachvollziehen können, was auch ein paar Mal schon passiert ist, ich kriege Anrufe, ja, von einem Investor, so, hey, ich habe auf Interesse geklickt, der Makler meldet sich nicht bei mir. Dann denke ich so, ey, ihr müsst als Makler am Ball bleiben. Das haben wir ja gestern erst mitbekommen. Da ist auch eine Kundin von uns, die hat gestern auch ein Testimonial-Video haben wir zusammen, Edu, angeschaut. Und die hat auch erzählt, wie sie es gemacht hat zum Beispiel. Das fand ich sehr spannend und man muss wirklich sagen, die sticht echt heraus. Also wenn ich jetzt mal alle Gespräche zusammennehme, sticht die wirklich heraus, weil die macht es einfach richtig.
Also die schickt nicht einfach nur einen Teaser raus an die Investoren, um dann eben Feedback zu bekommen, wer daran Interesse hat oder nicht, sondern die macht ein Follow-up, die geht mit denen ins Gespräch. Der eine war sogar schon da zum Besichtigungstermin. Innerhalb von 2-3 Tagen hatte den ersten Besichtigungstermin. Vollgas. Wirklich komplett, die ist halt richtig am Ball. Und dann spricht sie auch mit jedem persönlich. Und der eine hat zum Beispiel gesagt, ja, ich habe gerade kein Interesse an dem Objekt, was du verkaufen möchtest aktuell, das, was du angeteasert hast über Seven Plus Club. Aber, hey, ich habe ein Objekt, das will ich loswerden. Ich bin mir jetzt sicher, wie ich das richtig platzieren soll. Könntest du das übernehmen? Weil sie sich halt sehr gut mit ihm verstanden hat. Und dann hat sie dadurch quasi direkt einen Auftrag bekommen und hat das Objekt dann, hat sogar schon jetzt einen Notartermin vereinbart, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und der hat noch weitere Objekte, also zum Netzwerken. Übelst geil. Top. Man muss halt über den Tellerrand hinausschauen. Ja, genau. Und proaktiv. Ja. Nice. Mit den Leuten einfach sprechen, Beziehungen aufbauen, netzwerken. Ja, also es kommt halt wirklich darauf an, nicht nur die Mitgliedschaft zu nutzen, indem man einfach einen Teaser verschickt und dann hofft, dass etwas passiert, dass sich Investoren, Interessenten zurückmelden und dann sofort kaufen und am besten nächste Woche ein Notartermin ist, sondern wirklich dran zu bleiben, Follow-up zu machen, mit den Leuten zu sprechen und einfach zu pushen, um dann Deals möglich zu machen. Das ist das, was raussticht und das ist das, was dann Leute wirklich erfolgreich macht mit Seven Plus Club. Genau das, was der Nico gerade gesagt hat. Man muss durchziehen, man muss hinterher sein. Auch wenn es schon verkauft ist, heißt es doch noch lange nicht, wenn man einen solventen Interessenten hat, dass man mit dem keinen anderen Deal machen kann, was Neues verkaufen, was akquirieren für den Verkauf als Makler, als Projektentwickler, ein Grundstück abkaufen, was weiß ich. Man kann immer einen Deal machen mit jedem, wenn man einfach dran bleibt und mit den Leuten die Beziehungsebene gut aufbaut, die immer schön kontaktiert, immer mit denen im Gespräch bleibt, sobald es halt einen Draht hat, den aufrechterhalten, irgendwann geht's Licht an und das Ding läuft, ey. Ist so. Ja, absolut. Es müssen halt viele lernen in der Immobilienbranche, das heißt halt so leicht verdientes Geld in den letzten 10 Jahren anscheinend, ja. Wir haben auch ein bisschen davon profitiert, aber nicht so krank wie manche anderen, weil wir noch nicht so lange dabei sind. Und die Zeiten haben sich geändert, man muss halt wieder arbeiten für sein Geld, ja. Also heute werden auf jeden Fall einige spannende Termine mit dabei sein, da bin ich mir schon sehr sicher. Also mit einem sehr großen Entwickler habe ich schon im Vorfeld gesprochen, mit dem sind wir schon länger im Gespräch, den kennt, also einer der größten Entwickler eigentlich in Deutschland, den kennt fast jeder, glaube ich. Mhm. Mit dem haben wir heute einen Termin, mit dem Vorstand. Und die wollen jetzt auch Kunde bei uns werden und dann bin ich gespannt, wie da die Testphase mit denen läuft. Ja, ich habe noch einen Termin mit einem der größten Banken Deutschlands, auch mit der Geschäftsführungsebene, und dann habe ich noch einen Termin mit einem der größten Makler Deutschlands, auch Geschäftsführer und Gesellschafterebene. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, und nochmal ein sehr großer Makler auch noch hier. Auch Geschäftsführungsebene. Also ihr seht schon, hier auf der MIPIM kann man schon hochkarätige Termine bekommen. Ja. Man muss halt auch ein bisschen was dafür tun, weil die nehmen sich auch nicht für jeden Zeit. Ne? Und da hoffen wir, dass wir gute Gespräche haben werden. Die Leute sind auf jeden Fall gut und qualifiziert dafür, dass wir eine gute Zusammenarbeit starten können, da die Basis passt. Und jetzt müssen wir abliefern. Ja. Ich bin noch gespannt auf den Termin morgen mit denen hier. Okay. Weil die haben vor kurzem einen Deal abgewickelt in München. Kannst du dich daran erinnern? 250 Millionen. Deal, Privatinvestor, der es gekauft hat, aber keiner weiß genau wer. Jetzt kann man googeln, wer der ist. Da werde ich direkt mal im Gespräch morgen drauf ansprechen, wer gekauft hat. wird spannend. Ist schon krass, 250 für privat. Also es hat keine Gesellschaft gekauft, sondern eine Person an sich. Crazy. Ja. Bestimmt. Ja, internationaler Investor. Glaubst du? Ich frag morgen mal nach. Vielleicht war der aus Bad Rappenau.